Was geht ab, ihr ganzen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 50 Fragen zum Herr der Ringe-Universum. Mit dabei sind heute alle. Yo, Herr der Ringe-Universum oder Filme? Filme, Entschuldigung. Ah, ich hab auch schnell ein Gimmick geholt. Siehst du jetzt aus wie Gollum? Nee, ich hab das Buch genommen. Ich kann ja schnell, also scheiß auf Google, weißt du, ich schlag. Du liest schnell, einfach. Oh, das finde ich gut. Ich schlag einfach schnell auf den Seiten nach. Boah, Alter, das Buch habe ich schon echt lange. Die Seiten sind schon sehr dünn. Hast du da, welches Buch hast du da jetzt? Oder hast du eines der drei oder hast du einfach gerade alle drei vor dir? Oder? Das ist das Herr der Ringe Gesamtband. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten. Oh, das gibt's auch. 1200 irgendwas. Ja, bei mir hatte der erste Teil schon irgendwie 900 Seiten oder so. Kommt ja auch drauf an, wie groß. Ja, Christian, so vielleicht ein Vorteil. Mal Areal 8. Ja, auf jeden Fall, pass auf. Wie schnell du blättern kannst. Auszug, ich dachte, es geht um die Filme. Auf der rechten Seite der Nische stand ein großes Bett auf niedrigen Pfosten, nur 2 Fuß hoch. Mit einer dicken Schicht von trockenem Gras und Farnkraut bedeckt. Langsam ließ er seine Hose runter. Was? Was? Moment, wenn du was? Nein. Frodo. Geil. Okay. Fangen wir an mit der ersten von 50. Beschreibe die Situation. Wann erkennt Boromir, dass der eine Ring versucht, sich seiner... Christian. Die Frage hatten wir schon mal. Das ist richtig, letzte Folge. Die stimmt. Das war, glaube ich, die letzte Frage sogar, oder? Das ist natürlich ganz schön dumm, wenn man Frage 50 vorliest. Frage 51 natürlich dementsprechend, wenn man weitergeht. Fangen wir da schnell neu an. Aber trotzdem beschreibe die Situation. Wer sagt zu Frodo, nicht beschreibe die Situation, wer sagt zu Frodo, ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen. Ach komm. Oh, ja, Sebastian? Sam? Achso, nee. Wer sagt zu Frodo, Christian? Alter. Aragorn, als die da über den See gehen. Aragorn sagt, ja, ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen, bis in die Feuer Mordors hinein, wäre der ganze Satz gewesen. Ja, natürlich. Jan, hätte Sepp jetzt mit? Natürlich was anderes gemacht. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Ich hätte vielleicht länger vorlesen lassen sollen. Gollum hat er gesagt. 52. Beschreibe die Situation. Was tut Aragorn? Alter, ganz langsam. In die Rückkehr des Königs, um Saurons Aufmerksamkeit von Frodo abzulenken. Ich habe keine Ahnung, was die Frage ehrlich gesagt war, weil die irgendwie komplett verwirrt war, aber ich glaube, der Angriff auf das Schwarze Tor. Das ist richtig. Du musst ein bisschen langsamer und nicht verwirrt vorlesen. Das geht nicht, da muss aber klarkommen, das erhöht der Schwierigkeitsgrad. Wir sind ja schon bei Mittel hier. Genau, 53. Wie nennt man das Volk, das Frodo, Sam und Gollum am Schwarzen Tor erblicken? Oh. Ah. Die da so durchmarschieren. Mit der Musik auch. Mit der Musik machen die das auch, ja. Keine Ahnung, wie das heißt. Oh Mann, ich hab sie genau vor Augen. Ja. Die Namen sind Schall und Rauch. Dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Das wären, hätte ich gucken müssen. Es wären die Ostlinge gewesen. Ach. Puh. Da kam Faramir und Ostlinge. Na, hinter der Mauer sind die rausgekommen, ey. Frage 54. Wo wir gerade bei Faramir waren. Wer ist jünger? Boromir oder Faramir? Jonathan. Natürlich ist Faramir der kleine Bruder. Natürlich ist Faramir der kleine Bruder. Sorry. Hey, schon die richtige Antwort. Ich wollte mal eben schnell drücken, falls Boromir das falsch ist. Der Erstgeborene, der von seinem Vater vergöttert wird, wie sonst was. Und Faramir ist Schmutz aus der Sicht des Vaters. Richtig. So wie Harry und William. Vielleicht habe ich auch noch die Geschwindigkeit von Bram im Kopf. Echt? So schnell und verwirrt? Nice. Ja. So muss im Auto fahren. 55. Wie heißt die Taverne im Auenland, in die Frodo und seine Freunde regelmäßig Jonathan? Taverne zum tänzelnden Pony. Ne, das ist die Pony. Das ist leider falsch. Genau. Regelmäßig gehen. Da, wo die rauskommen, bevor der einen Abgang macht. Aber Alter, keine Ahnung. Wer macht einen Abgang? Ja, bevor Frodo geht, hast du doch diese kurze Szene, wo der mit Sam da aus der Taverne kommt, nachdem hier Bilbo schon lange weg ist, kommt er dann, wo Gandalf wieder da hinkommt, weißt du? Da ja, so genau. Eine kurze Szene. Ach, noch im Auenland. Taverne zum haarigen Fuß. Wo die da rauskommt, Alter. Heißt das nicht, also, wie heißt die Taverne im Auenland, in die Frodo und seine Freunde regelmäßig gehen? Sio Bibble. Nee. Den Tipp gebe ich mal, Sio Bibble ist es nicht. Pascha.
Ansonsten schließe ich auch diese Frage. Ja, mach mal. In 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Es wäre zum grünen Drachen gewesen. Ja, sag ich ja wie das Bier. Stimmt, die gibt es. Die gibt es auch. J-approved. Ja, nee, die gibt es im. Wie heißt denn das? In dem Hobbit-Spiel von Videogame. Also das Videospiel. Der Hobbit. Ah. Da gibt's den grünen Drachen. Im Hobbit-Spiel vom The Video Game. Also das ist wirklich der Einzige, der verwirrt ist. Finde ich schon mal gut. Es ist heute die Special Verwirrt-Edition, ey. Oh Mann, ey. Frage 56. Welche Sängerin singt das Lied May It Be? Welches, Sebastian? Fuck. 3, 2, 1. Frelja, nein, wie heißt sie denn? Frelja? Ich hatte... Welches Ding? Okay. Enya! Enya! Mann, ich kam nicht drauf, ey! Ach, kacke, irgendwie sowas! Oh, das Mann, war richtig. Ey. Für Freljor. Die benutzt 50. Singt die denn? Boah, ey, ich bin einfach durch. Die singen. Achso, May It Be. Welches im Abspann von Die Gefährten zu hören ist. Das wäre die ganze Frage gewesen. Okay. Das war dieses ganz langsame, traurige Lied. Ja. Everybody was Kung Fu. Ja, genau. Was sagt Gandalf, als Frodo anmerkt, dass der Zauberer zu spät sei? Ungefähr reicht mir. Ach. Peter. Zauberer sind nie zu spät, sondern kommen immer genau dann, wann sie wollen. Ah. Okay. Ungefähr reicht der, hast du gesagt. Das stimmt ja überhaupt nicht. Es hilft der genau dann genau ein, wenn er es beabsichtigt. Der hat doch seinen Subwoofer angemacht und einfach nur dumm gelacht, oder? 3000 Watt Bass Machine. Ja, Mann. 5000 meine ich ja. 7000. 58. Den wievielten Geburtstag feiert Bilbo in... Oh. Christian. Oh, innen bin ich mal gespannt, aber ich tippe mal auf den 111. Der 111. ist absolut richtig, in Die Gefährten. Okay. Jetzt ja irgendwie in der Stadt der Elfen oder so. Dumm gelaufen, 112. Im Jahr nach seinem 111. Geburtstag. 59. Wer sagte, du bestimmst unser aller Schicksal, kleiner Mann? Christian. Boromir. Auch richtig. Nice. Ja, teilt sich aus, dass ich letzte Woche den ersten Teil geguckt habe. Ich hätte das wieder vergessen. 60. In welchem Land wurde der Herr der in welchem Land wurden die Herr der Ringe Filme hauptsächlich Neuseeland? Jo. Frechheit. Alter, ist das ist eine Frechheit. Weil ich gedrückt habe und dann Christians Fresse sehe. Das ist doch schön. Okay, Frage 61. Was behauptet Frodo gegenüber dem Wirt des tänzelnden Pony, was sein Name wäre? Christian. Unterberg. Okay. Alter, können wir mal keine Gefährtenfragen nehmen? Frage 62. Wen verkörpert Schauspieler Sean Bean in den Herr der Ringen-Filmen? Ach. Jonathan. Boromir. Der ist auch Fotze. Richtig. 63. Wie heißt das Schwert, welches Frodo von Bilbo bekommt? Peter. Ach komm. Stich. Stich. Oh, nein, was? Jonathan. Der hat verdammt zum NSJ approved. Könnt ihr bitte eine Sekunde später drücken für mich heute? Wie heißt der Autor der Romanvorlage und wofür steht... Das ist schlecht. Oh. Bitter. Das ist bitter. Also, J.R.R. Nee, das ist ja J.R.R. Martin, Leute. Ich bin auch nicht drauf. J.R.R. Martin. Nein. Das ist wie heißt der Autor der Romanvorlage und wofür steht das J, das R und das R vor Tolkien? Du hattest schon recht. Du hattest schon recht, Jay. Das ist echt J.R.R. Ja. Aber ich weiß nicht, George. Wofür das steht. Das weiß ich auch nicht. Also es gibt das geile Battle of History, wo die beiden gegeneinander battlen und dann sagt der eine dem anderen, du hast mir sogar das AA geklaut. Ich werde jetzt auch nachgucken, auf dem einen Band steht auch nur die Abkürzung drauf. Okay. Ich weiß nicht. Niemand John möchte. Robert Ron. Rudolf Renner. Okay, ich schließe die Frage 5. 4, 3, 2, 1. J.R.R. Tolkien, das J steht für John, das erste R für Ronald und das zweite R für Royal. Oder also R-E-U-E-L. Was? Royal. Ja, Name. Royal ist ein Name. Ja, ja. Natürlich. Und dann Tolkien halt. 65. Wie heißt die Hauptstadt Gondors?
Ja, Christian kommt nicht in Gefährten vor, ne? Minas Tirith. Motherfucker. Frage 66. Ach, voll der Heirate, was hab ich dir denn getan? Ja, gar nix! Was? Ich höre hier nix! Frage 66. Wen heiratet Aragorn? Christian. Au! Arwen. Au! Au! Mir wird vorgesagt, das geht doch nicht. Kam auch nicht in die Gefährten vor. Frage 67. Was verspricht Aragorn, dem König der Toten, um sich die Gefolgschaft... Sebastian. Die Einlösen des Versprechens und deren Freiheit. Und deren Freiheit war ganz schön wichtig. Das ja, dadurch, dass es eingelöst wurde, dann sind die halt erlöst von ihrem Fluch. 68. Wie heißen die großen Tiere, die von den Haradrim-Kriegern in der Schlacht auf den Pelennor-Feldern geritten werden? Olifanten. Jonathan. Das sind die Olifanten. Ah. Oder auch Mümakil. Natürlich. Aber waren die Haradrim nicht dann die aus dem Ostland? Ja. Das sind die gleichen, weil vorhin hießen die Ostmenschen oder ja, das sind ja unterschiedliche Stämme, die da die vereint Ostlinge. Wurden. Ostlinge. Sind die Ostlinge waren die, die in Mordor doch gelebt haben, im Osten da. Und die Haradrim kommen die nicht aus dem Süden? Die Ostlinge haben im Osten gelebt. Ja, die kommen ja, da alle kann her. Sein. Waren das nicht die gleichen? Alles dieselben. Ich bin gerade nicht sicher. 69. Nein. Die Sexfrage. Als Gandalf loszieht, um Eomer zu suchen, sagt er, erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages. Sebastian? Fuck. Ich dachte, das wäre die Antwort. 3, 2, 1. Leider vorbei. Als Gandalf loszieht, um Eomer zu suchen, sagt er, erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages. Bei Sonnenaufgang schaut nach... Och. Christian? Osten. Das ist richtig. Im Osten geht die Sonne auf. Das ist eine Frage, die kannst du sogar herausfinden, wenn du sie nicht... Wenn nee, du der hat ja nicht gesagt, ihr müsst in die Richtung des Sonnenaufgangs folgen. Der kann ja auch sagen, sobald die Sonne aufgeht, schaut nach Westen. Guck nach Süden. Ja, stimmt. Aber dann stimmt, aber dann hatte ich jetzt im Kopf den Shot, wo quasi die Sonne hinterm Berg aufgeht, genau. Da rausreißt. Dann hast du den stimmt, geilen das Shot heißt, du musst ihn ja doch gesehen haben, verdammt! Also aber darüber Bild hat haben, sich, ich, ja. Weiß nicht, ah. Ich weiß halt nicht, ob der das im Buch auch hat. Ich weiß nicht, ob Tolkien gerade so den Filmshot im Kopf hatte. So, wir kommen zur Frage 70. Und aktuell steht 33 Punkte für Christian. Jay hat 27, Sepp hat 6 und Peter 13. Ein krasses Battle auf jeden Fall. Sowohl vorne als auch hinten. Ja, kommen noch 30 Fragen. Gibt noch genug, ja. Frage 70. Als Pippin in Moria die Zwergenleiche in den Brunnen fallen lässt, nennt Gandalf ihn einen was? Sebastian. Tu nicht gut. Ach, nee. Christian. Närrischer Tuck. Das ist ein närrischer Tuck. Aber sagt er da nicht, du bist ein Taugenichts? Nee, närrischer Tuck. Selbst dann hast du tu nicht gut gesagt. Tu nicht gut. Ja, ja, das ist mir danach eingefallen. Er sagt so wie närrischer Tuck, wirf dich beim nächsten Mal selbst hinein oder sowas. Okay. Fuck. Frage 71. Welche Pflanze sucht Aragorn, um Frodos Wunde zu... Christian? Königskraut. Alter, das ist ganz schön... Atelas oder auch Königskraut genannt. Was wächst hier überall? Okay, Frage 72. Wen erwürgt Smeagol, weil er den einen Ring für sich haben will? Ja, wie heißt denn der alte Dude? Brauchst du den genauen Namen? Ich brauch schon den Namen. Mir reicht nicht die Beschreibung, wie der Typ, der auch auf dem Boot sitzt. Nee, sein Bruder. Das ist doch sein Bruder, oder nicht? Wait, das ist sein Bruder? Das weiß ich nicht. Sein Bruder oder sein bester Freund. Irgendwie eine sehr nahestehende Person. Aber ich hätte gerne den Namen von dieser Person. Reul. Das ist nicht Isildur? Reul. Nee, das war nicht Isildur. Ich schließe die Frage an. Der hat nicht Isildur erwürgt. 4, 3, komm her, du Sau. 2, 1, Frage ist geschlossen. War das nicht es wäre Deagol gewesen. Ach nee, ich dachte gerade, das wäre Deagol und der hat den Namen angenommen. Smeagol hat Deagol erwürgt. Alter, also. Hießen die damals alle so? Da gab es noch Peagol und... Ja. Irgendwie wahrscheinlich. Den ganzen anderen Rest. Meagol. Der hat eigene Sprachen entworfen. Da war der jetzt aber nicht so kreativ. Golgol. Gol. Der Stammbaum ist auch im Kreis bei denen im Dorf. Ja, die sind auch. Frage 73. Wie heißt das Brot, welches die Gefährten in... Christian? Lembas.
Boah, kann Sam irgendwann nicht mehr sehen, er will irgendwas Geiles braten. Mhm. Ja, froh. Frage 74. Welcher Spezies gehört Baumbart an? Oh Mann! Ent. Er ist ein Ent, das ist auch richtig. Ihr seid so schnell. The End. Wirklich einfach. Frage 75. Wer oder was ist Isildurs Fluch? Ja, war Smeargold doch, oder? Weil der Isildur erwürgt hat. Sebastian. Das Verlangen, den Ring zu benutzen? Nee. Hä? Nee, nicht das Verlangen, den Ring zu benutzen. Wer oder was ist Isildurs Fluch? Notiert er kurz noch drüber? Ich guck das auch noch mal ganz kurz nach. Aber ich meine, das ist so richtig. Ja. Isildurs Fluch. Was ist denn der Fluch? Argon, das... Sonst schließt die Frage in 5. Okay, Sebastian. Also das geht in die gleiche Richtung, aber ist das nicht quasi ein Symbol für die Schwäche der Menschheit? Nee. Nee. Ich schließe die Frage in 5. Nein, ich drücke auch. Peter. Okay. Isildurs Fluch ist, dass Mordor immer wieder zu neuer Stärke kommen muss. Klingt interessant, aber nein. Ich wollte auch gerückt haben. Okay, das ist die Frage 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Isildurs Fluch ist ein Synonym für den einen Ring. Okay, dann ist einfach, Isildurs Fluch ist einfach ein Name für ja, einen der Ring. Okay. Okay. Weil er ihn nicht zerstört. Ich finde, wir sollten alle 5 Punkte bekommen und Jay nicht. Ja, finde ich auch. Ja, kann ich da nicht machen. Ja, okay. Aber Peter, seine war schon schwer. Aber fand ich schon nicht schlecht. 76. Bitte genau. Welches Körperteil fehlt Frodo am Ende der Filmtrilogie? Oh. Bitte genau. Welches Körperteil fehlt Frodo am Ende der Filmtrilogie? Echt nicht so viel Civilization spielen sollen, als ich dir das letzte Mal nochmal gesehen habe. Sebastian. Den linken Ringfinger. Der linke Ringfinger ist leider nicht korrekt. Peter. Komm, Peter, komm. Der rechte Ringfinger. Der rechte Ringfinger ist leider nicht korrekt. Damn it! Penis. Komm, bleiben nur noch 8 über, Leute. Ja, ich dachte auch, der beißt dir den Ringfinger ab. Ja, hätte ich jetzt... Wer hätte irgendwie gepasst, ne? Also. Aber welchen. Keine Ahnung, was er da abbeißt, wenn er das genau will. Ein Finger. Ja, sein Ohr. Aber, also ich meine von der rechten Hand, weil der versucht es ja festzuhalten, aber welchen Finger? Ich schließe die Frage in 5, 4, Mittelfinger, drei, damit Frodo nicht mehr böse Sachen zeigt. 1. Wäre die linke Hand gewesen und dort der Zeigefinger. Ah, der Zeigefinger. Hm. Der fängt den ja auch immer so mit dem Zeigefinger, wie dieser Shot, wenn der Ring von oben fängt, dann greift der immer mit dem Zeigefinger danach. Ja, stimmt, und dann kullert der da so drauf. Ja, doch, stimmt. Ja, der erste Versuch ist das übrigens immer gewesen. Ja. Wenn die den Ring da drüber geschmissen haben bei dem Shot. 77. Wer ist der Sohn von König Theoden? Oh, stirbt, ne? Jonathan. Haben wir ja schon gesagt, Eomer. Nee. Das ist nicht Eomer. Nee, das ist doch der stirbt, der Bruder das von... Das ist der kleine Junge ist das doch. Ja. Hä, ist nicht Eomer der Reiter? Ja, aber der stirbt doch nicht. Der andere Typ stirbt. Der Thronfolger. Das ist doch ein kleiner Junge. Der liegt zwischen den ganzen Leichen da und dann holen die den. Ja, und dann wird er doch hier in so einem Grashügel da aufgebahrt und vergraben. Alter. Und dann wachsen da die Blumen. Wenn es der ist, wie heißt er? Ja. Mongo. So schließt die Frage 5. 4, 3, 2. Immer mit mir. Und war geschlossen, es wäre Theodred gewesen. Oder Theodred. Also der zweite Teil ist, finde ich, sogar echt der beste Teil. Ohne Witz, diese ganze Storyline mit Schlangenzunge und nachher. Ja, und die große Schlacht nachher, ist halt. Ey, also der zweite ist echt der geilste, muss ich sagen. Frage 78. In welcher Farbe leuchtet das Schwert Stich, wenn Orks Peter... Ach komm, Peter blau. Da war blau, ja. Hey, vielleicht sagt Peter ja lila oder so, wer weiß.
79. John Rhys Davies spricht im Original den Ente Baumbart. Aber welchen anderen Charakter? Peter. Gimli. Aber welchen anderen Charakter spielt er noch in den Krass. Filmen? Das war korrekt, ja. Alter. 80. Wusste ich gar nicht. Wie trägt Frodo den Ring bei sich? Sebastian. Um eine Kette um den Hals. Mit einer das Kette ist richtig. Um den Hals. Um eine Kette um den Hals. Ja, das ist schon okay. Daran machen wir nicht aus. 81. Wie heißt Gandalfs weißes Pferd? Oh, Alter. Black Beauty. White Beauty, Junge. Boah. Fuck. Ananas. Ich hab richtig dumme Namen gerade auf den Lippen, aber die stimmen, glaube ich, nicht. Ich hab das, glaube ich, sogar wirklich. Geht auch Englisch? Da geht auch Englisch. Richtig ist? Ja, Englisch geht. Dann guck ich kurz nach. Plötze. Oh nee, das ist aber, glaube ich, falsch. Aber ich probier trotzdem. Jo. Shadowfax. Was? Das Schattenfax, Junge. Weil ich lese mal gesehen, aber. Moment. ja, ist richtig. Ja, fickt euch, Wichser! Wahnsinn! Und im deutschen Schattenfell. Hallo. Was? Ja. Shadow und dann FAX. Ja, ach so, also, so ich hab nämlich. Ich also war Shadow Black Beauty auch gar nicht also. So weit weg. Alter. Frage krass. 82. Welche Krankheit hat Gollum bzw. Smeagol? Wait, what? Isildurs Fluch hat ja, ja. Chlamydien. Schizophrenie. Ah, lol. Oh mein Gott. Der hat zu viel, Alter. Er hat Haarausfall. Ja. Schlechte Zähne. 83. Magersucht. Sam, Merry und Pippin lauten die Spitznamen von Frodos Begleitern. Doch wie sind die richtigen Namen? Christian. Samwise Gamgee. Meriadoc Brandybock und hier Pippin Tuck. Das ist leider nicht richtig. Pippin ist nämlich. Alter, nicht schlecht. Mann. Also ohne Witz nicht schlecht. Holy ja, shit. Alter. Fand ich auch. Also, das tut mir, der Punkt, den ich zu geben, tut mir echt in der Seele weh. Alter, keine Ahnung. Meriador Kübel. Ne, was hast du gesagt? Nee, ist auch egal. Ich will es jetzt natürlich nicht nochmal sagen. Aber ich schließe die Frage. Ich habe schon 5, 4, 3, 2, 1. Nee, es war nicht Tuck falsch. Oh. Der dritte hätte geheißen Peregrin Tuck. Peregrin Tuck. Ja. Ja. Das okay. Tut mir sehr leid. Ich bin es ja nicht Spitzname. Frage 84. Wie heißt der Truchsess von Gondor? Oh. Wait, was ist das nochmal? Der Vater von Boromir. Der da auf dem Thron sitzt und sich da. Ach, der Spacken, will. Alter. Yo, jetzt weiß der ich wieder. Der geil besingen lässt, Junge. Boromir Alter, und dabei sich fett die Tomaten reinsnackt, Alter. Diesen Shot werde ich niemals vergessen. Und nochmal geil am Absammern. Ja, richtig. Bester Shot in Herr der Ringe. Boah, das ist so ein Spacken, der hat mich so wahnsinnig aufgeregt, einfach nur. Ha. Ah. Ansonsten schließe ich auch dort die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Es wäre Denethor gewesen. Ach, ja. Dann kommen wir zur Frage 85. Noch 15 Stück. Christian führt mit 51 Punkten. Dann kommt Jay mit 42, Peter mit 31 und Sebastian mit 15. Okay, der hat richtig aufgeholt, ey. Ja, Shadowfax, Junge. Bitte den vollen Namen. Wen heiratet Sam am Ende von Die Rückkehr des Königs? Ach, Kacke. Die geheiße Schnitte da, keine Ahnung. Alter, wie ey, geile Bedienung. Die dicke Hobbit-Bitch. Die hat nur einen Vornamen und einen Nachnamen. Also kommen wir jetzt den Nachnamen kenne ich nicht, den Vornamen kenne ich. Goldie oder so heißt die bestimmt. Nee, heißt die nicht. Nee, Frodo nee, Beutlin. Ist das nicht, ich meine, den Nachnamen weiß wahrscheinlich eh keiner. Ist das nicht Rosi? Yo, irgendwie sowas, du hast absolut recht. Mit der soll der da auch tanzen, ganz am Anfang. Rosi Geilbock ist das bestimmt. Ja, dann würde ich schon Brandybock sagen oder so. Also ist doch alles ja. Verwandt. Ja, die mit den Brandybock, Tuck. Ja, irgendwas von denen. Beutlin. Goldbock.
Ich schließe die Frage, weil ich wahrscheinlich drauf. Aber Rosi Brandenburg hört sich komisch an. 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Die heißt Rosi und mit Nachnamen, weil die viel Holz vor der Hütte hat. Hüttinger. Oh. Hüttinger? Das klingt ja fast wie Oettinger. Ey, ja, genau. Die hat ja auch das Bier ausgeschenkt, also. Rosi Hüttinger. Das wird doch nicht einmal im Film erwähnt, dass sie Hüttinger heißt. Rosia. 86. Wie heißt das Horn, das Gimli während der Schlacht von Helmsklamm bläst? Fangorn. Aragorn-Schwanz. Ja, das sagen die auf jeden Fall. Alter, was weiß denn ich, was der hier, das Posthorn. Da denke ich mir immer, dass das voll unrealistisch ist, dass der genug Luft in der Lunge hat, um dieses lässige Horn zu blasen. Aber das ist trotzdem ein richtig geiler Moment. Ja, der Körper, der Brustkorb ist doch wahrscheinlich größer als von allen anderen, oder? Was? Trotzdem ist das Horn riesig. Schließe die Frage auch. In 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen. Das Horn, Helm, Hammerhans. Hammerhans? Ja, Hammer. Helm, Hammerhans. Wird bestimmt wird das auch im Film gesagt. Blas mal, Gimli, blas in Helm, Hammerhans. Hammerhand. Wir werden angegriffen. Hammerhand. Ja, genau. Nicht aber Hans, das okay. Horn, Helm, ich Hammer, aber Hans. Hans. Weißt du, weil das ist sein Horn. Ach so, DS am Ende, ja. Okay, ja, genau. Nicht nur Hans. Hans geht den Flammenwerfer. Hammerhans. Was sind denn das für Filmfragen, ey? Ja, das mit Helm, Hammer, Hans, das kam im Film vor. Das meinte ich sogar noch. Die sagen das, glaubt, die betont das D, glaube ich, mehr als Brand. Ja. Ja, das kann sein. Hans. Hammer, Hans. 87. Wer sagt von sich selbst, dass der Gebieter über die Flamme von Arnor ist? Christian. Oh. Gandalf. Das ist richtig, ja. Das sagt er zu Balrog. Was? Krass. Deshalb kann er dem noch nix. 88. Was sagte Isildur, nachdem Elrond ihm befahl, den einen Ring in... Christian? Nein. Das ist richtig. Nein! Dein Vogel! Isildur, wirf ihn zurück in die Flamme! Nein! Oh Mann, ey, wie geil! Und da konnte Elrond mit seiner ganzen Armee auch nichts dagegen tun. Ja. Er wollte ja nicht direkt einen Krieg mit den Menschen starten. 89. Worauf reiten die Orks, welche die Menschen aus... Ja, wie heißen die? Wagen. Die fahren auf Wagen. Nee, nicht auf dem Wagen, auf Wagen. Wie geht dieser Satz weiter? Boah, ich muss ein Stück trinken. Ja, mein Mund ist mittlerweile so, dass ich durch die Nase nicht atmen kann. Wie geht dieser Satz weiter? Das ist eine verdammt gute Frage. Gluck, gluck, gluck. So. Frage 90. Wie geht dieser Satz weiter? Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden. Oh nein, oh mein Gott. Ich bin so dumm. Ich bin ausgerutscht. Oh mein Gott. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, sie... Ah nein. Dann kommt noch irgendwas anderes und dann sie ewig zu binden. Komm schon! Ein Ring sie zu knechten. Komm! Christian? Kannst du nochmal, also hier, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden? Er muss das schon komplett sagen. Hallo? Wie geht dieser Satz weiter? Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden. Ende. Ja. Dann sagt Christian, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Dammit. Nice. War schon gut. Ich wollte nicht mal klicken, so eine Scheiße. Ach, Peter, ey. 91. Was fragt Frodo Gandalf, als die Gefährten von Bruchtal aus aufbrechen? Oh, ja, Sebastian. Kommen wir lebend zurück? Nee, so fragt er nicht. Der fragt, was Kluges. Als die aus Bruchtal aufbrechen, fragt er den. Ich brauche Bogen jeden Tag. Haben wir genug Gras? Ach Gott, warte mal. Als die aufbrechen, fragt er den. Hast du deinen Cockring an? Aber nicht bei der Versammlung, sondern... Oh Gott. Was fragt Frodo Gandalf, als die Gefährten vom Bruchtal aus aufbrechen? Bist du noch schon da? Sind wir schon da? Ich schließe. Bist du rasiert? 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Er fragt, ob Mordor rechts oder links liegt. Ach ja. Das ist eine sehr kluge Frage. Das war ein cooler Moment tatsächlich. Weil dadurch klar wird, wie er dieser Aufgabe eigentlich gar nicht gewachsen ist. Mhm.
Meister der Linken. 92. Was ist das Zeichen Sarumans? Oh, Christian. Mann. Die weiße Hand. 93. Wer macht Aragorn bei seiner Krönung auf Arwens Anwesenheit aufmerksam? Wer macht Aragorn bei seiner Krönung auf Arwens Anwesenheit aufmerksam? Was für der Zungenbrecher, Junge. Sebastian. Gandalf. Gandalf, nee, der macht das nicht. Wer macht Aragorn bei seiner Krönung auf Arwens Anwesenheit aufmerksam? Boah, der muss ja auch wissen, dass die gerne zusammen... Sauron. Kann ja jeder von denen sein. Ach, ich probiere einfach hier. Ja. Ja, Frodo war das bestimmt. Frodo, nee. Nee. Wir schließen die Frage ansonsten in 5. Vielleicht war es Elrond selber. 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Es wäre Legolas gewesen. Ach, oh, stimmt. Das ergibt natürlich Sinn. Das Spitzauge. Elb erkennt Elb. Das Spitzauge. Ach, egal. Das habe ich erst gar nicht gecheckt. Oh, das Spitzauge. Ja, heute bin ich nicht so ganz auf der Höhe. Awesome. Frage 94. Was zeigt Denethor, Gandalf und Pippin als Zeichen dafür? Sein Schwanz! Das ist deine Antwort, ja? Ja! Nein, das zeigt Gandalf für dich seinen Schwanz. Also was zeigt Denethor, Gandalf und Pippin als Zeichen dafür, dass er bereits von Boromirs Tod weiß? Ach, Kacke, das hätte ich... Darf ich nochmal drücken? Nein, ich wusste, nein, ich weiß es, Mann! Christian, du Arsch! Den Helm? Ja, nee, so. Ich weiß es nicht. Nee. Peter. Das Horn! Ja! Ach ja, oh Gott! Das zerbrochene Horn! Ja, das ist mir egal. Okay. Scheiße. Das Horn war schon gut. Kacke, wieso habe ich denn so einen Scheiß geantwortet? Gut, aber das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Okay, 95. Wie heißt Galadriels Ehemann, der Herr von Lothlorien? Ach, scheiße. Mhm. Und Vater von Legolas. Was? Der Vater von Legolas? Dann haben wir den schon mal gehabt. Die Stelle fand ich irgendwie immer nicht so geil, wenn die da in dem komischen Wald da sind und dann die komischen... Oh, das ist doch ein anderes. Ja, und dann die Elben-Troller da so richtig abgegangen ist. Ja, wenn die dann halt so völlig abgeht, wie auf Koks, weißt du, und... Fand ich mal seltsam. War schon ein gutes Scream. Das nimmt nochmal echt Tempo aus dem Film raus, so nach dem Moria-Ding. Wir hören, die kommen aus Moria raus, haben so 6 Meter Fläche und dann, oh, guck mal, da ist der Wald. Ja. Auf der Karte ist das echt weit. Okay, der Vater von Legolas muss ja so ähnlich heißen wie Legolas. Legolos? Nein, der ist anders. Der ist ganz anders. Lass Legolos. Der auf seinem Elch reitet. Weiß ich. Ach, der kommt bei den Prequels dann mehr vor, oder was? Ja. Ja, beim Hobbit. Der kommt ja da auch vor, da wird ja auch gesagt, die Frage. Ja, da wird gesagt, wie der heißt, aber der kommt nicht wirklich vor, glaube ich. 3, 2, 1. Echt? Frage ist geschlossen. Ja. Peter, für dich zur Info, der Vater von Legolas heißt nicht Legolas und so, der ist Tranduil. Oh, das ist ja ganz dran. Ich hatte Tandriel die ganze Zeit im Kopf, aber dann und war wen ich wir zu. Suchen, ist Celeborn. Ja, das war der andere. Also nochmal wen anders. Zurückhaltender Typ war das da. Der Galadriels Ehemann ist halt nicht Legolas Vater. Ja, toll, weißt du, durch die Misinformation von Jonathan Arpen. Ja, das ist seine Technik hier. Schade. Einfach. Alle in die Kacke reiten. So haben wir noch 4, 5 Fragen. 96. Was bewegt Arwen dazu, umzukehren, als sie auf dem Weg zu den grauen Anfurten ist? Ja, danke. Das. Was bewegt Arwen, Jonathan? Aragorn. Also sie denkt an Aragorn. Nee. Ja, das reicht aber nicht. Ja, aber auch nicht mal close. Nicht mal close? Ich hätte jetzt auch gesagt, ihre Liebe zu Aragorn, aber dann... Nicht. Nee, da ist irgendwas passiert. Als sie auf dem Weg zu den grauen Anfurten ist. Ansonsten, Sebastian. Sie hat eine Vorsehung der Zukunft. Okay, magst du das noch konkretisieren, wovon? Von Aragorn auf dem Thron? Von dem Kind! Okay, traue ich mich jetzt? War leider nicht richtig, Peter. Sie hat eine Vorsehung von dem Kind!
Sie ist auf einer Vision ihren zukünftigen Sohn. Aber ist auch eine Vision mit Aragorn, also mit Aragorn und ihrem Kind, also. Sehr gut, Peter. Peter wird übrigens zu Gandalf. Das ist schon ein verdienter Punkt für mich, muss ich sagen. Ja, ja. Welchen? Ja, guck mal, auch nur 4 Punkte bis Jay. Ne? Ja. Mhm. Peter, ich helfe dir jetzt, pass auf. Mit welchen Waffen, drücken, außer Pfeil und Bogen, kämpft Sebastian? Das sind so Messer, also lange Messer, also Säbel? 2 Säbel. Oh, reicht mir. Kämpft Legolas standardmäßig noch. Aber Peter, du hast nicht gedrückt, ich hätte es dir gesagt. Ja, wie schnell soll ich da drücken? Ich wusste nicht mal, worauf es hinabzielt. Ja, einfach drücken, ich sag dir die Antwort. Ja. Frage 98. Mit Hilfe von was nimmt Saruman Kontakt mit dem dunklen Herrscher Palantir? Peter, warum hast du nicht gedrückt? Mit einem Palantir, ja. Ich drücke erst, wenn ich das weiß, aber ich trau dir nicht. Also, weil da hätte mir eine schwarze Kugel nicht als Antwort gereicht. Ah, 99, damit die vorletzte. Mit wessen Hilfe konnten Frodo und Sam von den Hängen des Schicksalsberges Sebastian? Gollum. Nee. Mit wessen Hilfe konnten Frodo und Sam von den Hängen des Schicksalsberges gerettet werden? Oh nein. Ah, ja. Jonathan. Mit den Adlern. Ach, kacke. Oh, sorry, mein Fehler. Und die letzte Frage. Mit welchem Satz möchte Bilbo sein Buch beenden? Christian. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nee. Nee. Jonathan. Ende. Nee. Möchte noch jemand? Kannst du nochmal die Frage vorlesen, bitte? Mit welchem Satz möchte Bilbo sein Buch beenden? Aber das Bilbo war doch so in die Richtung. Ja. Bilbo, nicht Sebastian. Hier ist Platz für weitere Geschichten oder sowas. Was? Bestes Ende, Alter. Hier ist Platz für weitere Geschichten oder sowas. Tschüss, ihr Ficker. Danke fürs Lesen. Das war nicht so ein Schulfreundebuch, glaube ich. Ja, weil der lässt doch Platz für Frodo da, für weiter. Also irgendwie so. Ja, aber der sagt doch im ersten Teil, ich habe endlich ein Ende für mein Buch gefunden, Gandalf. Okay, dann schließt sich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Und so lebte er vergnügt bis ans Ende seiner Tage. Deiner Tage, oh ja. Der wird super. Aber Christian, das macht gar nichts. 77, krasse. Stark. Hast du dir gegönnt. Sehr stark. Jay 60, Peter 49 und Sepp hat immer noch 29 geschafft. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst, weil wir haben noch 50 weitere. Haut geil. Tschüss.